Hallo und herzlich willkommen in Modern Warfare 2. Ich muss mal wieder was aufnehmen, deswegen habe ich mich jetzt zu sowas hinabgelassen. Paul, sag auch mal was. Wieso machst du immer so einen schwulen Countdown davor? Das verstehe ich nicht. Soll ich einfach anfangen sagen, ja, dann endet es wieder wie bei deinen Aufnahmen, dass du einfach mittendrin, wenn du dich ganz normal unterhältst, ohne Konzept, einfach mittendrin. Das war's, ja, hallo, hier, herzlich willkommen. Ja, Paul das und so. Ist doch aber geil. Ja, ne, ich sag nur. Entstehen die besten Aufnahmen. Ja, wir machen noch eine Team Deathmatch. Das ist die erste Runde Call of Duty seit mehreren Monaten. Ich habe das schon ewig nicht mehr angefasst. Vor allem MW2 nicht. Wahrscheinlich eben ja, daran enden, dass ich wieder meinen Tisch totschlag. Oder dass wir keinen Server finden und die Aufnahme spontan abbrechen. Und du setzt jetzt spontan Cut, oder auch nicht? Nee. Cuts werden hier nicht gesetzt, Leute. Wenn es 45 Minuten dauert, bis wir ein Spiel finden, dann müsst ihr euch das halt angucken. Ja. Ah. Also. Manchmal habe ich mir schon überlegt, dass wenn ich mal, also wenn wir mal so richtige Aufnahmen machen würden, wo wir wirklich uns wirklich Work reinsetzen, dass wir auch wirklich die Aufnahmen so spannend gestalten, dass wir die besten Szenen machen, dass wir es immer schön spannend halten, dass, was weiß ich, dass wir coole Special Effects reinmachen. Man könnte sich ja die Mühe machen, aber es lohnt sich nicht. Warte mal, du musst es so schnell. Nee, man könnte es machen, dann könnten wir vielleicht ein paar mehr abgreifen. In der Tat, das könnte man tun. Aber oh Gott, meine Skills sind bestimmt richtig schlecht. Jetzt kommt gleich der erste Gegner, komm, ich treffe ihn nicht. Der legt eine Claymore hin und wartet, bis What? Die Leute... Ja, ich bin übrigens gerade gesniped worden. Ja, Luckshot, ey. Einfach mal rein. Da kommt jetzt irgendwo ein Sniper drin. Oh. In dem komischen Haus, in dem einen. Wo halt immer die Sniper drin sind. Die Calls sind real. Die Calls sind real. Oh, ich hab einen! Oh. Gott. Ach, Basti. Oh. Der Call ich hab noch dabei. Einen! Einfach auf den Boden legen, beste Taktik. Ja, da liegt eine. Ich hab eine Haus Clay. Drin. Hab da, wo die Sniper immer hocken. Ich hab noch einen. Dreier Killstreak, Digga. Killstreak, oder? Ich hab eine Drohne, die hau ich jetzt erstmal raus, fett, ne? Ja, die hab gedacht, ey. Heute gibt's mir richtig, Alter. Ich hab schon eine Drohne einfach. Boah, weil ich vorher Battlefield gespielt habe. Ich die ganze Zeit mit Q kann ich die Leute markieren. Ich habe Killing Floor 2 gespielt. Ich wurde mit AT4 geholt. Und genau dem Grund habe ich auch mal ein AT4 dabei, liebe Freunde. Man denkt jetzt, oh Gott, was für ein scheiß Tuber, aber nein, es ist, endet jedes Mal so, dass einfach jedes Spiel bei MW2 in einer reinen Tube-Party endet. Und aus dem Grund habe ich immer ein AT4 dabei. Weil ich genau weiß. Mit einem ACOG. Ja? Ach, das ist der eine Spaß, der hat mich eben auch schon mal gekillt. Call of Duty geht gar nicht. Wieso habe ich das gerade nur vorgeschlagen? Wurde Langeweile und Verzweiflung, Leute. Ja, Leute, nächste Runde gibt's nochmal MW2. Und ich wollte, MW2 da schon, Killing Floor 2 und Assetto Corsa wollte ich mal ein paar Videos machen. Oh. Aber dafür ist das so scheiße. Ja, bei Assetto Corsa ist das Problem, dass ich keine, zumindest kaum Sag Erfahrung doch einfach, in dem Spiel. Das ist, weil das peilt eh keiner. Das ist ein Autorennsimulationsspiel. Da spielt man, mit Lenkrad und Pedalen und so, weißt du? Oh Gott, wie minderwertig. Das hätte ich nicht bei einem Autospiel erwartet. Ich auch nicht. Gedacht, das spielt man mit einem Joystick. Es gibt ja verdammt Spiele, viele spielen sowas mit
Controller. Ja, weil sie sich kein Lenkrad leisten können. Ja. Ich finde nie Gegner in Modern Warfare. Ich werde gerade übelst beschossen. Könntest du mir helfen? Da muss die Aug her. Die gute alte Aug. Und der kann 5 Schritte rennen und dann kann er nochmal. Kann ich so ein fetter Fettsack. Ich wurde fast getubed, fast getubed. Oh, war das knapp. Oh Gott, da kommt einer, da kommt einer. Ich schwöre, da kommt einer. Da ist auch einer. Oh Gott, die sind nur Ich Gegner. wurde geknallt. Bei mir läuft es wieder richtig. Wieso sind eigentlich immer nur 5, 4 Leute drin? Kann Was? man da nicht mal 16 gegen 16 oder 10 gegen 10 machen? Ich finde 7 gegen 5 total geil. Vor allem da die ganzen 5 Gegner da in diesem Haus drin sind. Okay, nicht. Oder immer da hinten auf dieser Ecke. Paul, ich bin da. Genau da. Achtung, da sind sie irgendwo. Wenn du jetzt rechts am Fenster guckst, da sind sie. Oder was? Oh. Der hat dich fast geholt mit der Predator und du weißt es nicht mal. Ja und? Ich hab mal Artif und Man ich hab sieht dich mal zwei mit der Tube Artifikels. rumrennen. Was soll ich erwarten? Ich hab eine Drohne gespielt. Ganz fair. Und ich finde wieder keinen perfekten Gegner. Wie ist ein Hund, der seinen Ich habe eigenen einen Schwanz Spinner jagt? Ich dachte, gefunden. ich hätte gerade einen Schatten Wolle. gesehen. Aber wo, was ist das? Hä? Lol. Haben wir hier irgendwie gerade Lags auf dem Server oder? Auch schon. War so, ich bin ja nicht gefilmt. Du bist aber ein Schalinge. Junge, jetzt werden die gefickt, die Wichser. Er hockt oben auf den Boxen. Er hockt oben auf den Boxen. Wenn du den nicht Auf tötest, dann töte ich dich. welchen Boxen? Rechts in diesem einen Garagentor. Überall wird geschossen. Ich pirsch mich mal unauffällig an. Wie eine Gazelle. Nein. Boah, die sind echt schlecht. Wenn man die von vorne erwischt, dann sind die so schlecht. Das ist echt. Oh. Oh, die scheiß Heli runter. Was war das? Ich hab die Camper missgeburt da oben. 13-jähriger Junge, der gerade seinen Körper vor Strache. Ich hab den scheiß Sniper. Ah, ich hab einen Himmel. Nein, verpiss dich, Heli. Ich hab das Dach oben gesichert. Hol den Heli runter. Muss ja. Ohne Scheiß, wenn man die Gegner von vorne erwischt, dann sind die so schlecht. Ich habe Oh. ein AT4 drauf geschossen und ich glaube, es hat nichts gebracht. Auf den Heli. Er holt mich mit dem verfickten AT4. Ja. Ich glaube, es hat. Ich vermute, dass gleich einer hochkommt. Oh, Sieg und Oh, 13 zu 6 und das 4-7, fürs Alter. erste Match, Digga. Das erste Match seit Ewigkeiten. Krieg ich ja gerade eine Erektion gerade. Alles klar. Ja, wir machen noch eine Runde, oder? Ich würde aber einen Cut dazwischen setzen. Nein.
Das ist mir alles zu viel Aufwand, liebe Freunde. Deswegen kommt jetzt ein Cut. Bis gleich. Das ist ein Spaß. Denn jetzt geht es weiter. Ja, und ich weiß gar nicht, warum macht man eigentlich immer, sagt man immer bis gleich. Weil für die Zuschauer ist es ja gar nicht bis gleich, sondern bis jetzt quasi, weißt du? Weil es sofort kommt, klingt logisch. Genau. Aber wenn du ich mache jetzt einen Cut und dann nichts mehr sagen, weil wenn man so sagst bis gleich und dann, blub, und dann, ja, da sind wir wieder, das kommt scheiße. Ne, weißt du? Deswegen das bis gleich vergesst ihr einfach. Klingt logisch, aber nö. Genau. Oh, ich hab einen ziehen lassen schon wieder, ne? Ey, Junge, Junge, Junge. Ja, ist die Lunge wieder am Brennen, oder? Nicht nur die Lunge. Ich spiel mal Auge jetzt. Ich hab das Verlangen danach. Hackt der selber irgendwie? Ja, der eben schon. Obwohl, jetzt könnte es ja sogar gehen. Ich kämpfe mal an der Treppe kurz auf. Oh Gott, wo kam der her? Ach, der ist da unten ganz einfach durch die Nein, ich gelaufen. Hab die Granate direkt an mich geworfen. Ich hab einen getötet. Ich hab eine Drohne. Hab mit einer, mit einer kleinen Move. Oh Gott, sind da viele. Da waren zwei Typen. Ich weiß. Hast du doch gesagt, oder? Jetzt guck, jetzt hab ich die weggekippt. Tubst du etwa? Nein. Die Raketenwerfer, den du gerade gehört hast, war für den Gegner. Jetzt habe ich eine zweite Waffe. Ach, sieh mal. Das gibt's nicht! Ich hasse es, wenn die Waffen so verziehen, ne? Auch wenn du direkt drauf bist, es juckt die nicht. Oh! Du kannst sie nicht treffen. Haben wir so einen richtigen Hinleger-OMP-Spieler. Oh, das sind mir die liebsten. UMP-Spieler und dann noch hinlegen. Der geht mir mal einer ab, ey. Ja. Ohne mich, ihr müsst unser wissen, ey, ohne mich wäre der Hundling jetzt noch. Unser Team ist so professionell, wir stürmen mit AT4. Ohne mich wäre der Bass jetzt noch irgendwo auf seiner Couch. Wird 5 gegen Billy spielen. Hätte ich ihn jetzt nicht dazu angespannt. Mehr MW2 zu spielen. Das ist der geilste Name dafür, das ist übel geil. Ha! Ja, ich hab mit so einer. So. Ne, gute, richtig gute Freundin von mir. Ja. War ich im Europapark mit der. Und dann. Still mal so. Dann ist sie wegen irgendwas übel mad, weil ihr Freund. Was weiß ich gemacht hat und keiner, bla bla bla, hat mir eigentlich wenig gejuckt. Ich hab halt nur zugehört bei cooler Freundin und so. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, ob sie ihre Tage hat, weil immer wenn irgendein Mädchen mad ist, dann müsst ihr einfach fragen, ja, hast du deine Tage oder was? Weil das ist so ein kleiner Run-Gag am Rande. Alter, ist die P90 schnell. Aber dann sagt sie so, nee, dann ich so, ja, hey, wollen wir da nicht irgendein Codewort für machen, damit ich da dann auch immer top informiert bin, wenn du das hast. Und dann haben wir jetzt als Codewort genommen, Triceratops. Er hat die Pille, er schluckt, Alter, mit mehr als deinem Mutter mit der Pille. Aber falls ihr irgendeine Freundin habt oder selber eine Freundin habt, macht irgendwie, ich habe den Ton angegeben, irgendein Codewort dafür, dass wenn sie ihre Tage hat. Wie, was weiß ich, Chibab-Gigi oder die Ceratops. Alter, das war, glaube ich, der genialste Spruch ever. Wenn ihr irgendwie eine Freundin habt oder habt eine eigene, so nach dem Motto, ja, ich leih mir die aus. Ja, so kam das gerade, das hast du gesagt. Du hast es einfach nur falsch interpretiert. Ich hab vorher das mir gar nicht aufgefallen. Ich gebe den Leuten Turn-Ons und was weiß ich und Gurken-Salad gebe ich denen. Ich bin da, Paul, ich bin da. Ja. Er legt sich nicht. Kann sein, dass dieser komische Delta-Clan, der im Gegnerteam ist, die zwei Leute, die sind übel schlecht, oder? Ich
Ich meine, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt und ich war auch schon vorher in MW2 nie wirklich gut, ne? Wir Da sind war er beide in MW3 so manchmal. in der MW2. Aber die sind echt schlecht, die Typen. Cool, ich habe eine Drohne. Oh, da ist er. Oh, der wird geneift. Ah, cool, ich habe C4 dabei. Kann ich C4 überhaupt noch aufheben in dem Spiel? So, da kommt die Drohne. Oh, oh. Wir haben schon eine. Naja, passiert. Von allen Türen. Oh, shit. Irgendwie gibt es gerade keine Gegner. Oh, hin, Digga, gibt es aber. Jetzt habe ich zweimal eine Drohne. Ich stürme jetzt aufs offene Gebiet. Er legt sich hin. Stirbt trotzdem. Solche Pops. Was war das? Ich hatte einen Hänger und auf einmal ging es weiter und ich konnte ihn nicht treffen. Alles klar. Das ist immer wieder schön, wenn man sowas auch mal aufnimmt, ne? Nicht, dass immer alle nur sagen, ja. Ich habe zwei Drohnen. Oh Gott! Wir sind übel weit vorne. Es campt einer oben in dem Gang an der Treppe. Komm, schmeiß hin jetzt. Kriegt eine Drohne. 5 Drohnen in dem Spiel. 5! Ich hab Laune. Ich hab doch nicht Last Kill gemacht. Ich dachte jetzt so, ach du Scheiße, das wäre ein bisschen peinlich gewesen, der Kill. Drohnen. 5 Drohnen? Hatte ich in dem Spiel. Schon wieder positiv. Ich freue mich heute richtig. Hast du nach dem Spiel den Score angeguckt? Von wem? Letztes Spiel und diesem Spiel. Ja, es wird ja angezeigt. Ja. Letztes Spiel war ich negativ. Dieses Spiel habe ich 16-7. Weiß ich auch nicht, was in meinem Kopf falsch ist, aber irgendwas ist falsch. Okay. Naja, Freunde, auf jeden Fall haben wir das Let's Play damit ja jetzt praktisch schon beendet, weil wir jetzt 2 Runden gespielt haben und mehr brauchen wir auch wirklich nicht. Mehr werden nur. Ich meine, Oldschool MW2 ist immer wieder schön aufzunehmen. Und ich denke mal, wir sehen uns in den nächsten Part entweder von MW2 nochmal oder. Das kommt da von meiner Sicht aus. Bis dann.